Ja, schönen guten Abend auch von mir. Wir gehen jetzt hier nach dieser beeindruckenden und auch berührenden Runde eher in die politische Diskussion. Ab jetzt wird diese Veranstaltung auch in einem Livestream ins Internet übertragen. Deshalb mache ich jetzt noch mal ganz kurz eine Vorrede. Und zwar danke ich dem Ballhaus Nauninstraße, dass wir hier sein dürfen, und der Böll-Stiftung, mit der wir, die TAZ, diese Veranstaltung ja gemeinsam organisieren. Wir haben in der ersten Runde gehört, wie Angehörige, Betroffene, Opfer aus Mölln, aus der Kolbstraße, Angehörige von einem der Mordopfer der NSU hier berichtet haben, wie das für sie war. Der ehemalige Ausländerbeauftragte von Rostock-Lichtenhagen saß auf dem Podium und hat berichtet, wie das war, als er in dem Sonnenblumenhaus eingeschlossen war mit einem Fernsehteam. Wir wollen jetzt hier in der zweiten Runde zum selben Thema sprechen, vielleicht auf einer bisschen anderen Ebene. Brauner Terror, ein Jahr Zwickau, 20 Jahre Mölln und Lichtenhagen, wie weiter nach dem Staatsversagen? Ich möchte dafür jetzt hier auf dem Podium begrüßen, ganz außen auf der Seite, Christian Ströbele, den wahrscheinlich die meisten hier sowieso kennen. Ist grüner Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste und Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss. Hier neben sitzt Petra Pau von der Linkspartei. Sie ist Vizepräsidentin des Bundestags und sitzt für ihre Fraktion auch im NSU-Untersuchungsausschuss. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite neben mir Mehmet Daimagüler, er ist Anwalt, er vertritt zwei Familien von NSU-Opfern. Er war Mitarbeiter bei den Altliberalen Baum und Hirsch, selbst Mitglied in der FDP und dort auch Mitglied des Bundesvorstands der Partei. 2007 ist er aus der FDP ausgetreten und hat die politische Karriere beendet. Herzlich willkommen. Danke. Und hier auf der anderen Seite außen sitzt Carsten Heil, Journalist. Er war von 1998 bis 2002 Regierungssprecher unter Gerhard Schröder, später dann Chefredakteur des Vorwärts, der Parteizeitung der SPD. Und er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins Gesichtszeigen für ein weltoffenes Deutschland, und deshalb sitzt er heute hier. Herzlich willkommen. Herr Heil, bei Ihnen würde ich auch gerne anfangen. Sie haben ja zwar im Jahr 2000 den Verein Gesichtszeigen gegründet. Anlass war damals ein Sprengstoffanschlag in Düsseldorf-Wehrhahn, der nie aufgeklärt worden ist. Opfer waren Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, muslimischen und jüdischen Hintergrunds. 10 Menschen wurden damals zum Teil schwer verletzt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Ihre Überlegung damals war, man dürfe dem Rechtsextremismus nicht ausweichen, und wenn man das tue, werde man das Problem schon irgendwann in den Griff kriegen. Wenn Sie das heute betrachten, nach den beeindruckenden Schilderungen, die wir hier gerade auf dem Podium hatten, nach den ganzen Erfahrungen, die es seitdem gab, auch nach den Morden durch den NSU, wie sehen Sie das heute? Zuerst würde ich ganz gerne deutlich machen, wie sehr mich beeindruckt hat, was ich hier gehört habe. Nach dem, was ich weiß, hat nicht ein einziger der Vernehmer der Familien bislang sich entschuldigt bei denen, die er seit etwa 10 Jahren lang mit dem Verdacht gequält hat, sozusagen Mitwisser oder gar Täter oder Anstifter des Todes von Vater oder Sohn oder Onkel oder sonst irgendjemand zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, die größte Betroffenheit neben dem, was ich gleich beantworten will, die mich die Berichterstattung aus dem Untersuchungsausschuss
mich betrifft und getroffen hat, ist die Tatsache, mit welcher ungeheuerlichen Arroganz dieses Konstrukt deutscher innerer Sicherheit, was da vertreten ist, hinter einem Wortschwall dieses Versagen verbergen will, was wir da seit einem Jahr erleben. Das ist, finde ich, unglaublich. Und das bringt mich auf einen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang ist, solange wir mit der Tatsache umgehen müssen, dass in den Polizeien, in den Geheimdiensten wie dem Verfassungsschutz offenkundig Menschen sind, deren Haltung für mich ein absolutes Rätsel bleibt, wie man mit der absolut größten Sonderkommission von Bundes- und Landespolizeien, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, jahrelang an der nächstliegendsten Vorstellung, wo könnte das denn herkommen, vorbeisehen kann, ist mir ein Rätsel. Und ich habe den Eindruck, viele, die da gearbeitet haben, haben im Polizeidienst nichts zu suchen, meine Damen. Dazu würde ich auf jeden Fall gerne später noch kommen, aber vielleicht kommen... Ja, aber das ist, gibt ja einen Zusammenhang. Solange wir uns nicht darauf verlassen können, als denkbare Zielscheiben rechtsextremistische Aktivitäten, dass wir uns an die Polizei wenden können und nicht sicher sind, dass wir da auch Gehör finden und Ansprechpartner finden, die sich überzeugen lassen davon, dass da ein Problem besteht, solange werden wir noch viele dieser Veranstaltungen vor uns haben und darüber nachdenken, wie wir denn um alles in der Welt den Rechtsextremismus bekämpfen wollen, wenn der Staat nicht an unserer Seite steht. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube und habe den Eindruck, dass das vielfach nicht der Fall ist, jedenfalls in bestimmten Institutionen nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, wie Ihre Eindrücke sind, die Sie im Ausschuss dazu finden. Ich jedenfalls als jemand, der nur noch Zeitungen lesen kann und die Nachrichten dieser unglaublichen Fehlleistungen dort aufnimmt, habe den Eindruck, dass wir auch vor dem Hintergrund der eigenen Initiative, mit der ich es zu tun habe, zwar uns bemühen können, aber wie gesagt, ich mache das jetzt 12 Jahre, Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, hatte den Eindruck, als ich damals den Verein gründete, nach 2-3 Jahren ist das vorbei. Sie sehen, auch da kann man Karrieren machen. Das ist aber etwas, was man nicht gerne tut. Frau Pau, nach heutigem Stand aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, mit was hatten wir es da zu tun? Mit Schlamperei, mit Pannen, mit Sympathie oder gar mit Kumpanei mit Rechtsextremen? Wie würden Sie das bezeichnen? Also das Wort Pannen kann ich in diesem Zusammenhang schlicht nicht mehr hören und Schlamperei eigentlich auch nicht. Und es macht mich wütend, wenn beispielsweise der Bundesinnenminister in dieser Woche noch so tut, als wäre diese Mordserie, diese Anschlags- und Raubserie die extreme Ausnahme in einer ansonsten völlig heilen Bundesrepublik und er nicht erkennt, dass wir ein Problem haben, was vorhin hier von Ihnen auch ganz genau benannt wurde. Wir haben Rassismus in dieser Gesellschaft und wir haben Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft und diese beiden Phänomene sind lebensgefährlich für Menschen, die anders leben, die anders lieben oder andere Wurzeln haben, einen Lebensentwurf haben, der nicht in dieses rassistische und völkische Weltbild der Nazis passt. Und deshalb mache ich mal darauf aufmerksam, bevor Herr Szymczek ermordet wurde, wurden in der Bundesrepublik durch Rechtsextreme seit 1990 schon mindestens 105 Menschen ermordet. Sie wurden ertränkt, sie wurden erschlagen, sie wurden erschossen. Trotz alledem haben sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die offizielle Politik in all den Jahren seit 1990 bis zum Jahr 2012, schauen Sie in die Verfassungsschutzberichte, schauen Sie in die Sonntagsreden, nie eingestanden, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem.
Es gibt Rassismus in dieser Gesellschaft und zwar quer durch die Bevölkerung und nicht nur bei dieser extremen Rechten. Und wir müssen uns dagegen stellen. Und das ist das Grundproblem. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, dann können Sie selbst einfach entscheiden, was das ist. Nämlich aus der ganz frühen Zeit dieser Zelle, da waren Sie noch nicht abgetaucht, sondern da waren Sie in Thüringen als Mitglieder des Thüringer Heimatschutzes unterwegs und haben beispielsweise Bombenattrappen vor Theatern abgelegt, vor einem Sportstadion oder eine Puppe mit entsprechender Hetzaufschrift von der Autobahnbrücke gehängt. Und ich will Ihnen dieses Beispiel einfach mal vortragen. Das zeigt, wie sehr Rassismus von Anfang an das polizeiliche Handeln auch im NSU-Komplex bestimmt hat. Und zwar, ich habe hier den Bericht der sogenannten EG-Ermittlungsgruppe TEX beim Landeskriminalamt Thüringen. Die versuchte im Jahr 1997, also noch vor dem Abtauchen, vor dem ersten Mord, die Serie von Bomben und Bombenattrappen, das zu diesem Zeitpunkt noch ganz offen in der Kameradschaft jener agierenden Trios aufzuklären. Und nachdem am 2. September 1997 spielende Kinder vor dem Stadttheater in Jena eine Kofferbombenattrappe mit aufgemaltem Hakenkreuz und 10 Gramm TNT gefunden hatten, befragte dann der Beamte Mitarbeiter des Theaters, vor dem diese Attrappe lag, und kam zu dem Schluss, das sind jetzt Zitate aus dem Protokoll, dass es sich bei Ihnen, bei den Befragten, um linke Intellektuelle handelt, bei den Besuchern des Theaters um Multikulturelle und bei einer Aufführung wenige Tage zuvor um laute Musik bis in die späten Abendstunden gehandelt habe, zu der schwarzafrikanische Männer mit weißen Frauen getanzt hätten. Also da überrascht es mich wenig, dass diese Ermittlungsgruppe TEX dann das relativ schnell die Ermittlungen eingestellt hat und sozusagen ja, das Ganze zu den Akten gelegt hat. Ich meine, das ist ein sehr krasses Beispiel aus der frühen Zeit. Wir könnten beide aus dem, was wir im Untersuchungsausschuss erfahren haben, was wir jeden Tag lesen in den Akten, genau diese Muster auch in den Vernehmungsprotokollen der Angehörigen der 10 Opfer finden. Wir können das finden beispielsweise bei den Ermittlungen im Mordfall Michelle Kiesewetter, das ist die Polizistin, die in Heilbronn erschossen wurde, wo man europaweit gegen Sinti und Roma ermittelt hat und sich übrigens bis heute nicht bei den Betroffenen entschuldigt hat. Also nicht Pannen, sondern tatsächlich ja, Staats- und Behördenversagen und tatsächlich auch struktureller Rassismus in den Behörden. Herr Ströbel, ich nehme an, dass Ihre Einschätzung nicht ganz weit entfernt liegt von der von Frau Power, aber trotzdem nochmal die Frage, wo liegt denn nach diesen Wochen und Monaten Untersuchungsausschuss Ihrer Ansicht nach der Kern des Behördenversagens? Also zunächst mal stimmt es ja nicht, insofern widerspreche ich Ihnen, Herr Hall, dass niemand drauf gekommen ist, dass das Rechte sein könnten oder dass es in diesem Bereich angesiedelt ist. Ich dachte, ich war dieser Meinung heute vor einem Jahr oder auch noch Ende des letzten Jahres war ich dieser Meinung, sondern wir wissen inzwischen und wir haben da mehrere Sachverhalte uns sehr ausführlich mit beschäftigt, dass natürlich beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz nach dem Anschlag in der Kolbstraße die rechtsextreme Spur gesehen hat, verfolgt hat, hat Parallelen zu solchen Bombenanschlägen, solchen Bombenanschlägen in London festgestellt, hat sogar die Bomben in London untersucht und die in der Kolbstraße mit verglichen, haben gesagt, die in Deutschland war besser technisch hergestellt und so weiter. Und in London waren es ganz eindeutig, das wusste man zu diesem Zeitpunkt, es war von 99, dass das Rechte waren. Und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. 2003, als schon eine ganze Reihe von Morde passiert waren und eine ganze Reihe von Banküberfällen, hat sogar
der damalige bayerische Innenminister Beckstein gesagt, könnte das nicht eine braune RAF sein? Und dann haben sie im Bundesamt für Verfassungsschutz den Auftrag bekommen vom Innenministerium, doch mal dazu eine Stellungnahme abzugeben. Und dann hat der Zeuge, den wir jetzt letzten gehört haben, der heute Staatssekretär im Innenministerium ist, damals Stellvertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, runterdekliniert, warum es keine braune RAF, also keine terroristische, rechte, nazi-rassistische Organisation gibt. Und wissen, was er als Beispiel genommen hat? Das Trio, damals 2003, das Trio hat gesagt, wie sich an diesem Trio deutlich machen lässt, liegen die Voraussetzungen für Terrorismus nicht vor. Und hat das dann unter anderem, ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber hat das unter anderem auch damit begründet, dass ja die RAF, die hätte sich zum Beispiel mit Banküberfällen finanziert. Das sei ja bei dem Trio auf gar keinen Fall der Fall. Ich habe ihn dann gefragt, in der Vernehmung, haben Sie das denn mal nachgeprüft, ob es da vielleicht auch Banküberfälle gegeben hat, die nicht aufgeklärt gewesen sind und die möglicherweise mit denen zu tun hatten? Hat er gesagt, nee, das war doch klar. Zur selben Zeit, wissen wir heute, waren aber bereits 5 Banküberfälle einige Kilometer entfernt von diesem Nazi-Trio passiert, die man nicht aufklären konnte, und es gehörte nur eins und eins zusammenzuzählen dazu, um da hinzukommen. Das heißt mit anderen Worten, man kam drauf, und warum wollte man das nicht wahrhaben? Und da sage ich nach allem, bisher haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass da eine ordnende Hand dahinter war, dass irgendwo Befehl ergangen worden ist oder eine Anweisung, da ermittelt man nicht. Sondern eine Haltung, ein Denken dahinter ist, ein Denken, was dazu geführt hat, obwohl man darauf gestoßen ist, es gibt ja noch ein halbes Dutzend andere solche Beispiele, gestoßen ist, das einfach nicht für möglich halten wollte, nicht für möglich gehalten hat, der Sache nicht nachgegangen ist. Man hat mit großer Vehemenz die Spur organisierte Kriminalität verfolgt bei den Morden. Kurden, PKK, das hat man bis weit in die Türkei rein verfolgt mit Sonderkommandos und Ähnlichem. Man hat überhaupt nichts Vergleichbares in die rechte Richtung, obwohl man auf die rechte Richtung hätte kommen müssen und ja einige auch gekommen waren, unternommen. Und dieses Denken, das verhindert das, und deshalb komme ich zur Schlussfolgerung, dass ich sage, es genügt nicht, dass man jetzt Spitzen der Dienste auswechselt. Zum Teil waren die Spitzen damals ja noch gar nicht im Amt oder nicht die ganze Zeit im Amt oder was auch immer, sondern der ganze Apparat, die Person bis runter zum Referatsleiter, bis zum einzelnen Mitarbeiter, der muss ausgewechselt werden. Wir können nicht darauf vertrauen, dass in Zukunft die, die diese Fehler gemacht haben, jetzt sagen, nein, in Zukunft machen wir alles besser und dass das anders läuft. Das Denken ist nach wie vor so da. Darauf würde ich gerne später auch nochmal zu sprechen kommen, aber zunächst eine Frage an Herrn Daimer-Güler. Sie sagen ja auch, das Reden über Pannen und Kommunikationsprobleme ist ja auch ein Wort, was im Augenblick gerne benutzt wird für das, was sich da abgespielt hat. Das rege Sie wahnsinnig auf. Warum? Naja, weil es technisiert. Es technisiert den Vorgang und macht ihn damit auch klein. Weil ich eben glaube, dass wir es mit einem größeren Problem zu tun haben und es immer noch eine Scheu gibt, dieses Thema anzusprechen. Bis vor einem Jahr, eigentlich jetzt noch zum Teil, kann man ja nicht, darf man ja nicht über Rassismus sprechen. Es ist ja ein Tabuwort. Ja? Vor allem nach 9/11 war ja nur noch zulässig, über die islamistische Gefahr zu sprechen. Aber Rassismus bei uns? Nein, das ist doch ein Thema linker Spinner oder hysterischer Einwanderer. Wissen Sie, was mich am meisten geschockt hat eigentlich beim Studium der Akten. Ich habe jetzt an die 7.000, 8.000 Seiten gelesen. Was mich da geschockt hat, war ein Satz, den ich gefunden habe in der sogenannten operativen Fallanalyse des Landeskriminalamtes in Baden-Württemberg. Also bei größeren Komplexen geht die Polizeispitze hin,
bringt hohe Polizeioffiziere zusammen, Diplompsychologen, Profis. Und die kommen dann zusammen und erstellen Täterprofile. Und das LKA in Baden-Württemberg sollte das Anfang 2007 machen. Und die haben das sehr gründlich gemacht, auf fast 200 Seiten. Und ich lese das und lese das und lese das. Lese absurde Sachen. Wird ganz selbstverständlich gesagt, dass alle Mordopfer in der einen oder anderen Form in die organisierte Kriminalität verwickelt seien. Es wird einfach so geschrieben, festgestellt. Meine Opferfamilien waren rechtschaffene Leute. Die haben hart gearbeitet. Zum Teil hatten sie zwei Jobs. Die waren Kleingewerbetreibende. Also die sind tot und dann sagt man, ihr seid ja selber schuld, weil ihr wart ja Kriminelle. Das geht dann weiter und weiter. Man runzelt die Stirn, ich runzel immer mehr und dann stoße ich auf folgenden Satz. Ich sage das jetzt aus der hohlen Hand, ja. Also vielleicht stimmt hier oder da, dort das Komma nicht. Anführungsstriche. Da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werte und Normenordnung von weit außerhalb anzusiedeln sind. Anführungsstriche ohne. Punkt. Wissen Sie, ich habe ja gedacht, vor einem Jahr, als das Ganze losging, als ich mandatiert wurde, dass wir auf Fälle stoßen, wo rechtsradikale Beamte in der einen oder anderen Form vielleicht mitgewirkt haben. So, ja, wir haben in diesem Land Rassisten und wir haben 250.000 Polizeibeamte. Ja, wenn 99% von denen in Ordnung sind, dann macht dieses 1% immer noch sehr viel aus. Und ich habe gedacht, dass es da so einen solchen Fall geben könnte. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf einen Satz stoßen könnte, der für mich nicht anders bewertbar ist als Rassismus. Also wenn das kein Rassismus ist, dann gibt es keinen Rassismus. Und dann steht dieser ungeheuerliche Satz im Raum. Was sagt dieser Satz? Dieser Satz sagt nichts anderes als, wir Deutschen haben eine so moralisch einwandfreie Kultur und Moral, aber die Ausländer, die haben es nicht, die sind ja wie die Tiere. Ja? Und dann wird das übrigens noch weiter erklärt, ja? Dann wird das regional eingegrenzt. Es können ja auch Liechtensteiner sein oder Schweizer oder Schweden, das sind ja auch Ausländer. Und dann wird da geschrieben, naja, die Täter, die Morde waren sehr, sehr brutal, als ob es sowas wie zärtliche Morde geben würde, aber ja, die waren sehr brutal. Und deswegen muss davon ausgegangen werden, dass es hier nicht nur um einen rationalen Grund geht. Steht da. Also es gibt, muss ein etwas geben, was nicht nur rational ist. Also das Geschäftliche allein reicht es nicht. Nein, da steht dann dieser Satz, weil eben das besonders brutal war und es keine Warnung gab, muss davon ausgegangen werden, dass es im Hintergrund einen Häuptling gibt. Steht da, Häuptling. Dessen Ehre verletzt worden ist. Durch die Opfer. Also wir haben einen Ehrenmord. So, und dann kommt natürlich, ist das natürlich sehr, sehr naheliegend. Diese Ehrbegriffe existieren nun mal nur in Südeuropa bzw. Südosteuropa. Dann haben wir es. So, also dieser Satz, der wird da reingeschrieben, der wird präsentiert in der Polizeispitze, in der Behördenspitze. Da stehen dann Leute, die studiert haben, die Psychologen sind. Und keiner sagt, sag mal, wait a minute. Was läuft hier nicht gerade etwas furchtbar schief? Und dass da keiner aufgestanden ist. Lassen Sie mich diesen Gedanken nur zu Ende führen. Der Innenminister von Baden-Württemberg hat ja, ich glaube sogar, es war auf Anfrage von Wolf Schmidt von der Taz, ich meine, es sei so gewesen, hat ja mal nachgeschaut und hat gesagt, wir hatten in den letzten 10 Jahren 25 Fälle von Rechtsradikalismus bei der Polizei in Baden-Württemberg. 25 in 10 Jahren. Die Zahl lasse ich erstmal so stehen, im Raum stehen. Aber ich frage mich, gehört nicht dieser Satz aus der operativen Fallanalyse in diese Aufzählung? Gehört das nicht da rein? Gehört es nicht vielleicht sogar an die Spitze dieser Aufzählung? Wir sehen es schlimm genug, wenn da ein Polizeibeamter sich eine weiße Kuppe umschmeißt und Kuckucksklan spielt und anschließend sagt, ja, ich wusste nicht, dass sie rassistisch sind. Ja? Aber dass dieser Satz da steht, der muss doch thematisiert und behandelt werden, weil er wirklich exemplarisch unser Problem deutlich macht, weil Rassismus als solcher nicht angenommen wird, weil man Opfer noch im Anschluss zu Tätern deklariert. Ja? Weil sie waren ja selber schuld. Herr Haie, wenn Sie sich...
wenn Sie all das im Blick haben, was wir jetzt über die NSU oder den NSU und das Verhalten der Sicherheitsbehörden wissen. Und aber auch, wie die Medien damit umgegangen sind, mit diesen Morden, die Politik. Was würden Sie sagen, wo liegt hier das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist hier gerade besprochen worden. Es gibt Rassismus im Land. Es gibt so viel Eindeutigkeit in dieser Frage, die sich auch und vor allem an der Auseinandersetzung zum Thema Dönermorde ja deklariert und deutlich macht. Das ist das Hauptproblem. Das geht bis in die Mitte der Gesellschaft. Und deswegen bessere Koordination, bessere Zusammenarbeit oder sonst irgendwas, das muss alles sein vielleicht. Ob das mit denselben Institutionen notwendig ist, lasse ich mal dahingestellt. Das ist aber euer Job, das rauszufinden. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, was eigentlich unser Anteil, Ihrer und meiner, daran ist, dass es diese Haltung immer noch gibt. In wie vielen Kommunen ist Weggucken und Wegducken an der Tagesordnung? So lange, bis sich keine Gegenöffentlichkeit in einer Kommune mehr zeigt und alles platt gemacht ist von rechts. Das gibt es auch am Arbeitsplatz. Wie viel himmelschreienden Alltagsrassismus erleben wir am Arbeitsplatz? Und gibt es einen unter Ihnen, der schon mal gesagt hat, mit mir nicht? Ich hoffe ja. Ich hoffe, alle hier im Raum sagen dann, mit mir nicht. Und ich weise das zurück, was Kollege X oder Y Formen der sexuellen Orientierung oder von bitte? Ja, na klar, gut, aber ich denke, jeder von uns hat die Notwendigkeit oder kann klar machen, was seine Haltung ist und wo die Grenze sein muss. Und wenn die nicht eingehalten wird, haben wir ein Problem. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht so tun, dass dieses sozusagen nur ein polizeiliches Problem ist, sondern auch der zivilgesellschaftliche Widerstand muss gewachsen und er kann nur wachsen, wenn sich die Menschen anfangen zu engagieren in unterschiedlichen Bereichen, um dagegen Stellung zu nehmen. Rassismus ist mit Lichterketten nicht aufzuhalten, meine Damen und Herren. Herr Daimler-Güler, Sie wollten reagieren? Ja, soll sich jetzt nicht seltsam anhören, aber vor dem Durchschnittsnazi habe ich keine Angst. Der macht mir keine Angst. Er ist sichtbar und ich weiß, dass er einfach strukturell doof ist. Ja? Und ich habe vor seinen Drohungen keine Angst. Nein, das, was die Mitte der Gesellschaft veranstaltet, seit einigen Jahren, ja, das ist doch das Problematische. Gesinnungen fallen doch nicht vom Himmel. Wir wissen doch, was in Rostock-Lichtenhagen passiert ist und in Hoyerswerda und Mölln und Solingen, dass das eben Resultat war einer Debatte, die von der Mitte der Gesellschaft getragen wurde, wo eben die Asylbewerber entmenschlicht wurden. Da waren sie eben nur noch die Asylbetrüger oder die Asylanten, die Schmarotzer, ja. Und heute, wir reden heute genauso jetzt über die Roma und Sinti, ja, die ja neu hinkommen, um Abzocke zu machen. Ja, und wissen Sie was? Ja, da muss man auch über Sarrazin reden. Wir können nicht über NSU sprechen, ohne über Sarrazin zu reden. Und wissen Sie, mein Problem ist folgendes. Mein Problem ist, wenn ich in meinem Kollegenkreis, ja, Freundeskreis über NSU spreche, ist das Entsetzen groß. Ganz groß. Aber wenn ich dann sage, wir müssen auch über Sarrazin reden, dann sage ich, wieso, was hat denn der damit zu tun? Hat sehr viel damit zu tun. Und ich bekomme... Wir machen hier noch eine Runde auf dem Podium und der Herangehensweise, der völlig dominiert. Ja. Wir werden das auch später öffnen, aber jetzt darf Herr Daimler-Güler erstmal ausreden, bitte. Nein, ich glaube, wir müssen einfach den Kontext sehen, aus dem etwas passiert, ja? Und es gibt eben eine Enthemmung bei den Extremisten, wenn die Mitte der Gesellschaft eben eine Sprache anschlägt, der das vorbereitet. Ich bekomme E-Mails von Leuten mit vollem Namen, promovierte Professoren, die mir schreiben, ja, Sie mit der NSU, aber was ist denn eigentlich mit den Christen, die in Nigeria ermordet werden? Wissen Sie, dann ist es für mich sehr, sehr schwer, damit umzugehen.
weil das eben Leute sind, von denen man meinen sollte, dass sie Schützen dieser Gesellschaft sind. Mhm. Und nicht Leute, die eben sogar angesichts dieses Falles noch immer hingehen und einfach das verniedlichen wollen, entschuldigen wollen, erklären wollen, mit abstrusen Vergleichen. Das geht doch nicht. Ich würde gerne einen Augenblick trotzdem noch mal bei, bei den Behörden und bei den politisch Verantwortlichen bleiben. Wir haben jetzt ja den Fall der NSU, das ist natürlich dramatisch und im Ausmaß, was da alles schiefgegangen ist, vielleicht einzigartig. Aber trotzdem würde ich gerne mal nach Kontinuitäten fragen. Zu anderen rassistisch und rechtsextremistisch motivierten Fällen und dem Umgang damit. Zum Beispiel, was vorhin Herr Richter ja gesagt hat, den Abzug der Polizei damals in Lichtenhagen. Oder der Bürgermeister in Templin, der, nachdem da ein Obdachloser von zwei stadtbekannten Rechten erschlagen worden ist, gesagt hat, in seiner Stadt wird es keine Rechtsextremen geben. Lauter solche Fälle. Herr Ströbele, sehen Sie da Kontinuitäten, Vergleichbarkeiten? Also es ist ganz offensichtlich, dass das, was Anfang der 90er Jahre passiert ist und dann 1993, das ist eine Kontinuität, sogar, ich sage Ihnen, sogar eine personelle gibt von damals und heute. Damals in dem Verfahren gegen die beiden Täter, kann man ja inzwischen sagen, gegen die beiden Täter aus Mölln, habe ich für die Nebenklage, also für die Familie Aslan, auch Anträge gestellt vor Gericht, die Politiker zu hören, die seinerzeit Anfang der 90er Jahre sich damit hervorgetan haben, dass sie eben, Sie haben das vorhin schon erwähnt, von Asylantenschwemme gesprochen haben, von das Boot ist voll, da passt keiner mehr rein und das, also die in dieser Weise sich geäußert haben und die immer dachten, naja, wir machen ja eigentlich was richtig, wir weisen ja nur auf einen richtigen Missstand hin. Und die personelle das ist damals vom Gericht abgelehnt worden, zum Teil als wahr unterstellt, zum Teil abgelehnt worden, weil sie diese politische Dimension meinten, in dem Strafprozess habe das nicht zu suchen, in dem Strafprozess gegen die Täter. Und diese Kontinuität sehen Sie zum Beispiel an Herrn Mundlos. Wir wissen inzwischen unter anderem vom militärischen Abschirmdienst und von der Bundeswehrzeit des Herrn Mundlos, dass er 1994/95 hat er seinen Dienst bei der Bundeswehr abgeleistet. 1994 ist er aufgefallen, während seiner Bundeswehrzeit, aufgefallen wegen bei einer Kontrolle, dass er ein Hessbild dabei hatte, dass er, hat man bei ihm zu Hause eine Durchsuchung gemacht, jedenfalls ist er sogar verurteilt worden, er ist strafrechtlich verurteilt worden zu einer ganz geringen Geldstrafe, weil er sich mit rechter Propaganda betätigt hatte. Das ging dann weiter während der Bundeswehrzeit, das heißt, einer der wahrscheinlichen, also der Täter von dieser Mordserie hat direkt angeschlossen, das eine war 93, das andere war 94, an die damalige Mordserie, die an den Asylbewerberheimen durchgeführt worden sind. Und als letztes Beispiel, ich habe aus diesem Prozess, wo jetzt die Mörder von Mölln vor Gericht standen, habe ich damals zu meinem Erschrecken, weil ich das tatsächlich nicht wusste als jemand, der in Berlin lebt, erfahren, dass die beiden und andere Nazis damals in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern, um gleich zu sagen, dass es in Ost und West gewesen ist, dass die feierten, also Hessgeburtstag und andere feiern, und dass die dann ein ganzes Dorf besetzten und viel getrunken haben, und jeder Autofahrer, der durch dieses Dorf musste, wurde angehalten, musste erstmal den Hitlergruß zeigen, bevor er weiterfahren durfte. Und die Leute dort im Dorf, wir haben dann auch gesagt, was haben die Leute im Dorf gemacht, die haben die Vorhänge vorgezogen, weil ihnen das Ganze unangenehm war und sie nicht wussten, wie sie sich dazu verhalten sollen. Das heißt, ich sehe diese Kontinuität ganz konkret nachweisbar. Das, was jetzt offensichtlich geworden ist an dieser Mordserie, hat damals Anfang der 90er Jahre, ob angefangen, weiß ich nicht, aber seinen ersten Höhepunkt gehabt.
Frau Pau, würden Sie sagen, wenn man diese Kontinuitäten im Blick hat, gab es zum Beispiel nach Rostock-Lichtenhagen, gab es da irgendwelche Art von Aufarbeitung in den Sicherheitsbehörden? Offensichtlich überhaupt nicht. Weil was ist denn die Erfahrung von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe, aber auch all den anderen, ob sie dort in Mölln unterwegs waren, ob sie in Rostock-Lichtenhagen unterwegs waren, in Neuerswerda oder wir können die Reihe jetzt aufmachen. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen völlig straflos geblieben. Das heißt, es wurde sowohl von einer breiten Öffentlichkeit mindestens geduldet, wenn nicht gar gebilligt, dass sie das Schleifen des Asylrechts durch diese schweren Straftaten vorbereiteten. Und es gibt hier auch eine personelle Kontinuität. Ende der 1990er Jahre fanden sich all diese jungen Leute in den Strukturen von Blood and Honor, einer internationalen Neonazi-Organisation, beziehungsweise ihrem bewaffneten Arm Combat 18. 18 steht übrigens für 18, also für Adolf Hitler, die Buchstaben im Parlament. Und wenn Sie schauen, was wurde in der Garage gefunden, die Beate Zschäpe angemietet hatte, da wurde neben dem Sprengstoff Propagandamaterial gefunden im Rucksack von Uwe Mundlos, eine Adressliste von Neonazis, quer durch die Bundesrepublik übrigens, nicht nur im Osten oder im Raum Jena verortet. Dort wurde Propagandamaterial gefunden von Combat 18, von Blood and Honor, wo der Kampf um die arische Rasse propagiert wurde, wo propagiert wurde, bildet Zellen, geht in den führerlosen Widerstand, bringt Ausländer um, bringt Polizisten um, bringt die Vertreter auch der Politik um. Das geht übrigens, da ist mancher Kollege in der Union jetzt im Laufe der Untersuchungen sehr erschrocken, das geht eben auch bis hin zu aufrechten Demokraten in der CSU. Das ist völlig klar. Das wurde alles in den 1990er Jahren in der Folge der Dinge, die wir vorhin hier besprochen haben, der Pogrome, unter den Augen der Sicherheitsbehörden entwickelte sich das. Sie haben all diese Informationen auch gehabt. Also ich habe das dem Zeugen, der hier schon zitiert wurde, Herrn Fritsche, dem Staatssekretär, sehr drastisch vorgehalten, indem ich im Untersuchungsausschuss eine Sequenz aus einem Neonazi-Konzert von Blood and Honor gezeigt habe, wo offen zum Mord an Menschen mit schwarzer Hautfarbe aufgerufen wurde. Das sind alles Dinge, die haben auch zur Sozialisation dieses Trios, aber nicht nur dieses Trios, sondern von mehreren hundert Menschen und Neonazis geführt, die auch weiter im Übrigen in der Szene unterwegs sind und bereit sind, Straftaten zu begehen. Herr Haie, nach den Anschlägen in Rostock, Mölln, Solingen ist zivilgesellschaftlich ja viel passiert. Da gab es Lichterketten, da gab es Demonstrationen, da haben sich unheimlich viele Initiativen gegründet. Da ist wirklich was in Bewegung geraten. Nachdem die Anschläge der NSU, die Mordserie der NSU bekannt geworden ist, war es merkwürdig still. Wie erklären Sie sich das? Was meinen Sie mit merkwürdig still? Ich meine, es wird darüber berichtet jeden Tag. Und, aber es gab kaum Demonstrationen, wenn wie die türkische Gemeinde zum Beispiel eine... Es gab zu keinem Zeitpunkt bei irgendeinem Todesopfer, Opfer rechtsextremistischer Gewalt, irgendeine Art von öffentlichem Aufschrei. Bei keinem bisher. Wir haben 180 Tote. Ich weiß gar nicht, was passieren muss, sich aufzuregen über das, was man da sieht und wahrnimmt. Ernsthaft, NSU 10, davor gab es 150 andere und hat sich auch nur ein einziger darum geschert. Ich erinnere mit Abscheu, muss ich ehrlich sagen, diese Trauerfeier der Bundesregierung. Ich war froh, dass die Opfer endlich zu Wort kommen konnten, dass es war. Aber was die Kanzlerin davon sich gegeben hat, das ist eine Schande für Deutschland, ohne auch nur einen einzigen Halbsatz dazu zu sagen, wie und was sich ändern muss, damit in diesem Lande Vielfalt überhaupt möglich ist, das hat mich aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ja? Solche Art von Trauerfeiern, die können wir uns sparen, weil sich nichts ändert. Ja? Schande für Deutschland, Punkt. Und das ist es dann auch.
Und ich muss ehrlich sagen, das geht mir unendlich gegen die Hutschnur. Und mein Zorn wächst jeden Tag. Wenn ich die Zeitung aufschließe, habe ich nur Zorn in mir und denke, was ist hier eigentlich los? Worüber reden wir eigentlich? Welche Kontinuität seit 1933 haben wir denn hinter uns gebracht? Wie hat denn diese Bundesrepublik West ausgesehen nach 1945? Hat es da Aufräumarbeiten gegeben im Zusammenhang mit der Funktionselite der Nazis? Nein, sie sind alle 1:1 übernommen worden. Und ich kann nur sagen, in den Ritzen sowohl des Verfassungsschutzes als auch der Polizeien finden sie den braunen Staub immer wieder. Und ich glaube, es ist notwendig, mal darüber nachzudenken, wie und auf welche Weise wir unsere Polizei dazu bringen, so zu konditionieren, dass sie unterscheiden zwischen einer Straftat X und einem rechtsextremistischen Hintergrund. Die Scheu, rechtsextremistischen Hintergrund überhaupt festzustellen, ist doch riesengroß. Und ich kann mir nur sagen, ja, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich noch, um herauszufinden, dass es in diesem Land Rassismus gibt, der bis in die Polizeien, bis in die Sicherheitsstrukturen hineingeht? Es wäre doch verwunderlich, wenn das anders wäre. Die sind nicht anders als Sie und ich. Und von daher, wer sich davon beeindruckend lässt, den gibt es überall und den gibt es nicht nur am rechtsextremistischen Rand, bis in die Mitte der Gesellschaft. Es gibt genügend Untersuchungen, die das deutlich machen, wie viel autoritäre Fixierung es in der Gesellschaft gibt. Das muss nicht notwendig schon Rechtsextremismus sein, aber ist die Voraussetzung dafür, dass er um sich greift. Und von daher wäre es, glaube ich, an der Zeit, mal darüber nachzudenken, wie können wir denn die Rekrutierungsfelder austrocknen, in denen die Rechtsextremen ihre Rekrutierungen vornehmen. Das hat was mit Bildung zu tun, das hat was mit sozialer Selektion zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir immer weniger haben, die sich den Reichtum in diesem Lande teilen und immer mehr, die das Gegenteil erfahren. Von daher, es hat keinen Sinn, immer so zu tun, also ich bin ganz betroffen von der Wirklichkeit. Sie muss denn endlich mal in den Zusammenhängen auch betrachtet werden, die dazu führen, dass wir eine solche Situation haben, wie wir sie heute beklagen. Okay. Ich würde gerne gleich sofort noch mal zu den Konsequenzen kommen, aber trotzdem eine andere Frage noch mal an Sie, Herr Daimler-Glüder. Sie haben ja gesagt, was man oft hört von Deutsch-Türken, die politisch aktiv sind, sage ich jetzt mal so im weitesten Sinne, dass da Solingen und Mölln und Rostock eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Politisierung gespielt hat. Was glauben Sie, die Generation, die heute jung ist, die über diese NSU-Serie erfährt und wie sich der Staat da verhalten hat, was wird das für die jungen Migranten bedeuten? Also ich hoffe, dass insgesamt junge Leute, nicht nur Migranten, sondern alle, das zum Anlass nehmen, zu verstehen, dass die Demokratie nicht selbstverständlich ist und dass wir für sie kämpfen und einstehen müssen und dass das eben nicht keine Sache ist, die man einfach der Politik überlassen kann. Ich werde ja immer häufig gefragt, was sagen Sie eigentlich als türkischstämmiger Anwalt zu der Sache? Was sage ich als Bürger zu der Sache? Das ist doch eine Sache, die ist doch nicht nur für die Türken, ja, oder für die Italiener. Das ist doch, wir müssen uns doch überlegen, was für ein Land wollen wir da eigentlich leben. Ja? Ich finde, in vielerlei Hinsicht hat sich unser Land in den letzten 20 Jahren in vielerlei Hinsicht seit 1990 gut entwickelt, in vielerlei Hinsicht. Ja? Ich glaube, dass 1990 wäre es nicht denkbar gewesen, dass wir einen Bundespräsidenten haben, der in wilder Ehe lebt. Ja? Oder dass wir einen schwulen Außenminister haben. Ja? Wissen Sie was, das ist noch das Beste an ihm. Ich glaube, dass sich das Land in vielerlei Hinsicht gut entwickelt hat, aber ich glaube, dass sich ein Teil der Gesellschaft ausgeklinkt hat von dieser Entwicklung und eben diese Entwicklung und die Vielfalt, die wir brauchen, bekämpft. Und da muss man den Stirn bei den Hörnern nehmen. Wie nimmt man den denn bei den Hörnern? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja? Gestern hat ein Gericht entschieden, ich habe mich sehr gefreut, das Oberverwaltungsgericht, dass es nicht rechtens war, dass Polizeibeamte einen Studenten in Hessen immer wieder nach dem Pass fragten, nur weil er dunkelhäutig ist. Mhm. Und irgendwann hat der Mann gesagt, nein, ich zeige euch nicht meinen Pass,
bevor ihr mir nicht erklärt, warum. Dann haben sie ihn mitgenommen auf die Wache, ja, und herumgeschubst und alles. Und dann hat er geklagt durch die Instanzen, hat gewonnen. Die Polizei darf nicht jemanden, nur weil er eine dunkle Hautfarbe hat, einfach kontrollieren. Was? Ja, aber das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die deutsche Polizeigewerkschaft, der Vorsitzende stellt sich und sagt, dummes Urteil, die Richter haben auch gar keine Ahnung vom Alltag, die machen uns das Leben schwer. So, und da erwarte ich von der Politik, vom Bundesinnenminister, der sagt, pass mal auf, Freundchen. Ja? Du bist Beamter, du bist Teil der Exekutive und das ist das Gericht, ja? Das unabhängig entschieden hat. Dass da nicht einer hingeht und sagt, das kannst du so nicht sagen, das ist nicht dein Job, Urteile eines Richters zu kritisieren, das dazu beiträgt, in diesem Land mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Weil das Urteil ging auf Grundlage des Antidiskriminierungsgesetzes. Ein Gesetz, das die Volksvertretung gemacht hat. Da erwarte ich einfach ein Einschreiten. Und dieses Einschreiten kommt nicht, weil auch aus ganz banalen opportunistischen Gründen, ja, da sind halt 250.000 Wähler, Polizeibeamte, mit denen will sich ein Innenminister nicht anlegen. Vielleicht ist es ganz so banal. Und ich glaube, dass man einfach die Klappe aufmachen muss. Die Klappe aufmachen muss, im Kleinen wie im Großen, ja, dass man im Freundeskreis, wenn da so blöde Sprüche gemacht wird und Witze gemacht wird, dass man da den Mund aufmacht. Mhm. Weil Zivilcourage ist nicht, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, sondern in seinem eigenen sozialen Umfeld was zu sagen. Mhm. Aber nochmal, ich werde mir von dieser Sache, von diesen Mördern, ich werde mir nicht das Vertrauen in meine Heimat nehmen lassen. Im Großen und Ganzen habe ich Vertrauen in meine Heimat. Wir haben die Probleme und die können wir und müssen wir lösen. Aber die werden es nicht schaffen, mich zu entfremden von meiner Heimat. Das wird ihnen nicht gelingen. Nicht ihnen und auch nicht ihren Helfershelfern. Zuletzt noch mal eine Frage an die beiden Vertreter von der Politik. Was würden Sie denn sagen, was man konkret nach Ihrem Wissen jetzt aus dem NSU-Ausschuss, was man daraus lernen muss, was die Konsequenz sein müsste, was die Sicherheitsbehörden angeht, zum Beispiel, aber auch gesellschaftlich? Wer mag anfangen, Herr Ströbel? Ja, das wollen wir ja eigentlich erst tun, wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind. Aber ich habe ja und das ist, Ihre Frage ist ja voll berechtigt, weil ich bekomme ja auch von vielen Migranten Mails und Briefe und Anfragen, kann ich mich hier sicher fühlen in diesem Land? Und ich kann Ihnen guten Gewissens das nicht sagen. Macht euch keine Sorgen, ihr seid sicher hier. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und wenn ich so weit bin, dann ist für mich Verfassungsschutz vor allen Dingen auch der Schutz der Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger, die hier in diesem Land leben. Und dazu gehört das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, wir müssen dazu kommen, dass wir sagen können, unsere Sicherheitsbehörden können für alle in diesem Land einigermaßen sicher Leben, Gesundheit und diese Menschenrechte sichern. Und wie kommen wir dahin? Das ist genau die Frage. Ich habe einen Punkt vorhin gesagt. Ich sehe, das gilt übrigens nicht nur für die Geheimdienste, also für Verfassungsschutz, MAD, sondern das gilt genauso für die Polizei. Diese Personen und diese Apparate, die wir bisher haben, haben ganz offensichtlich total dem Schutz der Menschen und dem Schutz der Verfassung versagt. Also können die nicht so weiterbleiben. Und deshalb muss das Personal woanders beschäftigt werden und wir müssen einen völligen Neuanfang hinkriegen für die Sicherheit in unserem Lande, vor allen Dingen für die von so Rassismus und so weiter besonders gefährdet sind. Und wir können auch im Einzelnen schon runterdeklinieren, das habe ich früher schon immer wieder gesagt, dass solche Institutionen oder solche Einrichtungen wie etwa V-Leute im rechten Bereich sind das absolut falsche Mittel. V-Leute im rassistischen Bereich bleiben weiterhin Nazis
Und sie werden, das ist alle Erfahrung, ich kenne kein Gegenbeispiel dafür, sie werden alles Mögliche liefern, um Geld zu verdienen. Und sie werden sich alles Mögliche ausdenken, um noch mehr Geld zu verdienen, vor allen Dingen, wenn sie klamm sind. Aber sie werden ihre Kameraden, vor allem die Kameraden, die sie hochschätzen und die rassistische Politik, die sie im Kopf haben, also auch die V-Leute im Kopf haben, umsetzen, die werden sie nie verraten. Das heißt, sie sind das völlig falsche Mittel, davon muss man sich verabschieden, sonst ist man in der Gefahr, dass man auf Informationen vertraut, die nicht gegeben worden sind in den letzten 12 Jahren und die auch in Zukunft aus dieser Art und Weise nicht zu erlangen sind. Okay, Frau Pau. Richtig ist, Schlussfolgerung zum Beispiel zur Sicherheitsarchitektur werden wir insgesamt umfänglich erst am Ende der Untersuchung ziehen. Für mich ist aber völlig klar, und nicht nur, weil das in meinem Parteiprogramm steht, sondern weil der Verfassungsschutz einfach im Zentrum des Versagens war. Und letztendlich, da sich diese wirklich auch merkwürdige und zum Schluss auch menschenverachtende Philosophie Quellenschutz geht vor Mordaufklärung, durchzieht durch alles, was wir hier lesen. Also ich denke wirklich, der Verfassungsschutz ist dringend, seines Geheimdienstcharakters zu berauben. Der erste Schritt wäre das Abschalten der V-Leute. Das zweite ist, ich denke, wir brauchen für den Schutz der Verfassung nicht einen Nachrichtendienst. Zweitens, ich bin immer gegen neue Gesetze, weil ich hätte sehr gerne, dass erstmal die Gesetze, die da sind, angewandt werden. Eine Ausnahme mache ich. Diese Schlussfolgerung hat uns übrigens Barbara John, die Ombudsfrau für die betroffenen Familien, schon in ihrer ersten Anhörung im Untersuchungsausschuss nahegelegt. Es gibt in Großbritannien, nachdem dort eine rassistische Mordserie damals untersucht wurde, man auch geschaut hat, warum haben Polizei, Staatsanwaltschaften und alle versagt und nicht in Richtung rassistisches Motiv ermittelt, die Regelung, dass bei schweren Straftaten zum Nachteil von Bürgern mit ausländischen Wurzeln von Amts wegen auch das berühmte Ermitteln in alle Richtungen tatsächlich stattzufinden hat, das heißt ein rassistisches Motiv unterstellt werden muss und man in diese Richtung ermittelt. Das hätte hier in diesem Fall sehr viel geholfen, wenn man das von Anfang an gemacht hätte und nicht allen Aufwand nur betrieben hätte, um sowohl im Inland mit allen Behörden zusammenzuarbeiten, wie auch im Ausland, um die Spur organisierte Kriminalität, die gar keine war, zu verfolgen. Dritter Punkt, Sie merken ja schon, die Sicherheitsarchitektur ist gar nicht so mein Thema. Ich sage, wir brauchen viel mehr Investitionen in die Präventionsarchitektur. Dazu gehört als erstes, dass man Schluss sein muss mit Extremismusklausel, mit jedes Jahr neue Projekte beantragen und am Tropf hängen und von der Familienministerin abhängig sein. Wir müssen diejenigen, die sich im Alltag für Demokratie engagieren, diejenigen, die sich im Alltag für Demokratie engagieren und gegen Rassismus auf eine stabile, auch finanzielle Grundlage stellen und natürlich auch das, was sie tun, wertschätzen und dies nicht etwa kriminalisieren. Wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Schnitt und vielen Dank erstmal hier in die Runde. Bleiben Sie bitte sitzen, hier gibt es jetzt noch 5 Stühle und dann kommen bitte die 5 Damen und Herren, die in der ersten Runde auf dem Podium saßen, nochmal hier hoch und dann kommen Sie zu Wort und Sie da hinten und wer sonst noch möchte.